Antworten die Chance haben, dass alle dabei sind. Jetzt scheint es zu laufen. Daniel wurde diese Woche vorgestellt auf der Seite des DRVs, ist der neue Leistungssportreferent, macht also quasi die Position, die ich 2012 begonnen habe und hat heute hier die Aufgabe, die Fragen zu sichten, sie durchzustecken, so sie denn relevant sind und zum Thema passen. Und ich würde sagen, Daniel, vielleicht steigen wir gleich mit der ersten Frage ein. Jawohl, die erste Frage. Der dritte Leistungssportreferent in 3 Jahren. Wir sind jetzt schon beim Thema. Woher kommt diese Fluktuation? Ja, die Fluktuation, es ist, also zum Ersten muss ich sagen, auch wenn es immer so aussieht, als wenn man nur auf schönen Reisen und würde sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, es ist ein unglaublich anstrengender Job. Man ist fast das ganze Jahr unterwegs, es sind über 130 Maßnahmentage, bei denen man weg von zu Hause ist. Es ist ein Job, der einem viele Herausforderungen stellt. Und wir hatten in den letzten 2 Jahren 2 Leistungssportreferenten. Das war zunächst Andi Eckert, da hat es am Ende nicht mehr so gepasst. Und dann hatten wir mit Michael Tutor einen hervorragenden Leistungssportreferent. Der war leider so hervorragend, dass er nach Abschluss seiner Doktorarbeit eben in die freie Wirtschaft gegangen ist, dort ein Angebot bekommen hat, mit dem wir nicht mithalten konnten. Und deswegen haben wir uns von Michael trennen müssen, beziehungsweise Michael hat zum Jahresende gesagt, dass er uns verlässt und haben die Stelle dann im Oktober 2019 neu ausgeschrieben. Und nach dieser Ausschreibung haben sich einige Leute beworben und wir haben uns dann eben für Daniel entschieden und freuen uns, dass er am 1. Mai loslegt. Okay, wir kommen zum ersten Themenblock. Das ist die Nachwuchsarbeit und Förderung. Die erste Frage lautet, wie sieht es mit einem Jugendkonzept aus? Also Jugendkonzept, zunächst muss ich mal sagen, dass es natürlich unheimlich schmerzhaft war, zum Jahreswechsel die Jugendmannschaften vom Spielbetrieb abzumelden. Das geschah einzig und allein deshalb, weil wir nicht in der Lage waren, den Jugendspielbetrieb weiter zu finanzieren, weil es eben keine Gegenfinanzierung gab in Form von Sponsoren oder auch öffentlichen Fördermitteln für den Jugendbereich. Das war vielleicht neben dem Einstellen der Frauennationalmannschaft die schmerzhafte Entscheidung, wie das Präsidium da treffen musste, aber wenn wir eben diese Entscheidung nicht getroffen hätten, hätte es auf absehbare Zeit keine Jugendarbeit mehr gegeben, weil dann hätte es keinen Verband mehr gegeben. Unsere erste Prämisse war, den Verband zu erhalten. Wir haben aber mittlerweile beim Europäischen Rugbyverband angemeldet, dass unser größtes Bestreben ist, im nächsten Jahr mit den Jugendnationalmannschaften in den Spielbetrieb zurückzukehren. Wir arbeiten unerlässlich daran. Natürlich hat die momentane Lage rund um die Corona-Krise das Ganze nicht viel einfacher gemacht. Es ist nicht so einfach, Sponsoren zu finden in der momentanen Lage, aber wir sind da wirklich dran, zum einen natürlich die Frauennationalmannschaft zurück in den Spielbetrieb zu bekommen, aber zum anderen auch die Jugendnationalmannschaften wieder in den geregelten Spielbetrieb zu bekommen. Ein Konzept, die Frage nach dem Konzept ist relativ schwer zu beantworten, einfach deshalb, weil natürlich momentan sich das Spinnen von Konzepten so ein klein bisschen verbietet, wenn du in so großer finanzieller Schieflage bist. Wir haben ein ganz klares Konzept, wo wir hinwollen mit unserer Jugend. Allerdings haben wir natürlich auch die DAJ als Unterorganisation, die hat mit Michael Poppmeier einen hochkompetenten eigenen Sportdirektor, der in erster Linie für diese Konzepte verantwortlich ist. Wir werden uns da noch weiter abstimmen, aber unser erstes Augenmerk ist wirklich zunächst einmal den Jungs und Mädels die Chance zu geben, wieder international Rugby spielen zu können. Mhm. Nächste Frage, sollte in Siebener nicht mehr bei den regionalen Ligen ab U16 für das Wolfpack gesichtet werden? Also, Sichtung ist ein ganz wichtiges Thema, nicht nur für das Wolfpack, sondern für alle unsere Nationalmannschaften. Wir wollen die Sichtung verbessern. Wir arbeiten gerade an einem umfangreichen Sichtungskonzept und einem Talenterkennungskonzept. Aber das Konzept allein ist es natürlich nicht. Es muss auch mit Leben gefüllt werden. Dabei muss aber auch verstanden werden, dass natürlich die Sichtung der erste Schritt ist auf dem Weg zum Leistungssport. Der nächste Schritt ist dann eben das tagtägliche Training, die Konzentration in diesen Trainingszentren. Das muss man auch wollen. Wir wollen auf jeden Fall die Sichtungskonzepte verbessern und sind da dran und denken, dass das für alle Nationalmannschaften ausdrücklich, nicht nur für das Wolfpack, ein ganz, ganz wichtiger Schritt sein wird. Haltet ihr es für existenziell, neben der U18 eine U20 zu haben? Also die Antwort ist simpel, ja, auf jeden Fall. Wir wollen diese U20-Mannschaften als wichtigen Zwischenschritt zwischen dem Herren-Rugby und dem Frauen-Rugby, wobei wir im Frauen-Rugby momentan eher eine U18-Nationalmannschaft anstreben als eine U20-Nationalmannschaft. Aber wir brauchen diesen Zwischenschritt ganz unbedingt. Wie gesagt, das leidige Thema Finanzierung, aber mit Sicherheit mit der Power auch unserer Mitglieder werden wir da gemeinsam eine Lösung finden, dass wir auch eine U20-Nationalmannschaft hoffentlich schon nächstes Jahr wieder im Spielbetrieb anmelden können.
Nächste Frage, Stichwort Vision 2027. Welche Mannschaften bzw. Jugendmannschaften in welchen Wettbewerben welches Level? Also wir wollen mit allen Nationalmannschaften, die wir aufstellen können, in den höchsten europäischen Wettbewerben dabei sein. Also in den höchsten Wettbewerben, für die wir uns qualifizieren können. Das sind die U18 Jungs und Mädels im 7er Rugby, sind die U18 Männer im 15er Rugby. Für U18 Frauen gibt es noch keinen Wettbewerb von Rugby Europe organisiert. Es gibt die U20 Nationalmannschaft, mit der wollen wir natürlich an den Wettbewerben von Rugby Europe dabei sein. Mit den Herren- und Frauen-Nationalmannschaften im 7er und 15er Rugby erklärt sich das von selbst. 2027 wollen wir dann auch wieder ins europäische Oberhaus angeklopft haben und dann natürlich auch mit der Zielsetzung, uns in Richtung Weltwettbewerbe orientiert zu haben, die 7er Nationalmannschaften auf dem Weg zu den Olympischen Spielen, die 15er U20 Nationalmannschaft vielleicht auf dem Weg zur Weltmeisterschaft, weil nur so der Unterbau geschaffen werden kann, dass wir auch mal mit einer 15er Herren-Nationalmannschaft wieder international anklopfen, und das Gleiche gilt auch für die Frauen. Also wir wollen versuchen, in die höchstmöglichen europäischen Wettbewerbe zu kommen. Bis dahin aber der erste Schritt wird sein, dass wir ganz gründlich unsere Jugendkonzepte überarbeiten und dass wir gemeinsam Wege finden, unsere jugendlichen Sportler und Sportlerinnen besser zu fördern. Dann kommen wir zum nächsten Themenblock, der nennt sich Ligabetrieb. Wir haben zwei Fragen, die wir kombinieren. Was haltet ihr von einer Liga der Landesauswahlen im 7er und 15er? Und gibt es langfristig Pläne für eine professionelle Liga in Deutschland oder mit deutscher Beteiligung? Also, jeder, der mich ein bisschen verfolgt hat und meinen Weg weiß, ich bin ganz großer Fan von den Auswahlen der Landesverbände und der entsprechenden Liga. Ob das dann auf Landesverbandsebene ist oder auf regionaler Ebene, das bleibt abzuwarten, was am praktikabelsten ist. Aber ich glaube, auch das, wo wir beim Thema Zwischenschritt sind, ist ein ganz wichtiger Zwischenschritt zwischen dem, was wir momentan im Breitensportbereich anbieten können, und zwischen dem, was die Anfordernisse im Leistungssportbereich sind. Ich glaube, wir sollten diesen Zwischenschritt angehen und sollten ihn auch ernsthaft angehen, nicht um die Vereine abzuwerten, sondern um die Arbeit der Vereine noch weiter aufzuwerten, indem nämlich ihre Sportler auf einem höheren Niveau mitgefördert werden, ohne dem Vereinsspielbetrieb gleichzeitig verloren zu gehen. Also und ich glaube, auch beim Thema der Professionalisierung ist das der erste Schritt. Wenn wir uns auf wenige Regionalauswahlen konzentrieren könnten, die wir möglichst optimal fördern und auch medial unterstützen, ist das einfacher, als wenn wir das jetzt mit wie dieser Liga, die momentan sehr heterogen ist, mit den 16 Bundesligisten versuchen. Also klar ist der Traum, irgendwann eine professionelle Bundesliga zu haben, aber ich glaube, der erste Schritt muss sein, dass wir uns alle selbst so ein bisschen mehr Selbstdisziplin mehr Selbstdisziplin walten lassen, weil wenn wir ganz ehrlich sind und in den Spiegel schauen, wissen wir, dass wir bei den momentan relativ laschen Lizenzbedingungen doch immer wieder mogeln mussten, und das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern es ist einfach eine Realität, weil es uns schwer fiel, diese zu erfüllen. Aber nur wenn wir es schaffen, uns als Produkt zu etablieren, und dafür müssen wir erstmal ein Produkt schaffen, ich nenne da die Stichworte Live-Ticker, Livestreams, entsprechende Stadionrichtlinien, das Stadionheftchen, die verpflichtende Stadionwurst, die man kaufen kann, einheitliche Karten, einheitliche Logos, einheitliche Spielkleidung etc. pp. Solche Dinge müssen wir in unseren Lizenzbedingungen festschreiben. Da braucht man natürlich eine Progression. Man kann nicht gleich von 0 auf 100 drehen. Man muss verschiedene Zwischenschritte gehen. Aber wenn wir diese Dinge festgeschrieben haben und sichergestellt haben, dann können wir uns langsam einem Produkt nähern, was man dann auch an den Mann oder an die Frau bringen kann und auf Sponsorensuche gehen kann. Also das sind die Zwischenschritte, die wir gehen müssen. Und dann glaube ich auch, dass wir irgendwann in der Lage sein werden, eine professionelle Liga zu haben. Nächste Frage zum Ligabetrieb. Ist die komplette Saison 2020 vorbei? Also das ist eine Frage, die eigentlich hier im Bereich Strukturen und Visionen und Strategien nicht so richtig verortet ist, sondern wir antworten aufs Tagesgeschäft. Die Entscheidung trifft der RBA gemeinsam mit den Vereinen. Wir als Vorstand sind da mit drin in dem Entscheidungsprozess, aber können es natürlich heute noch nicht absehen. Wir haben ein Schreiben an alle Vereine und Landesverbände geschickt, in dem wir gesagt haben, dass wir die Entscheidung nicht im stillen Kämmerlein treffen wollen, sondern dass wir euch mit einbeziehen müssen, weil am Ende geht es um euch, um die Vereine, um die Mitglieder, um die Fans. Und deswegen streben wir an, dass wir im ersten Maiwochenende gemeinsam zusammenkommen in der außerordentlichen RBA-Sitzung oder im Rahmen des ADATs. Wenn es nicht möglich ist, physisch zusammenzukommen, dann müssen wir das in diesem besonderen Fall vielleicht mal digital machen, und dass wir dann gemeinsam zu einer Entscheidung kommen, wie wollen wir weitermachen. Das ist eine Lage, die sich, das wisst ihr alle besser als ich, tagtäglich ändert, ganz schwer einzuschätzen ist. Deswegen
ich kann da wirklich keine Prognose geben, ob die Saison vorbei ist. Was ich als Prognose geben kann, ist, dass wir wirklich dazu gewillt sind, eine Entscheidung zu treffen, die für die Mehrheit der Vereine eine faire Entscheidung ist. Und deswegen ist es meines Erachtens auch eine Entscheidung, die in die Hände der Vereine kommt und von uns als RBA-Vorstand oder als DAV-Vorstand moderiert werden kann, aber eben nicht diktiert werden sollte. Nächster Themenblock, Marketing und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen bzw. Vision. Frage, Thema Sponsoring, wie sieht es dort aus? Also wir sind zum ersten Mal ganz happy, dass wir einen neuen Hauptsponsor für die 7er Nationalmannschaft gefunden haben. Gerade in der momentanen Zeit ist das nicht selbstverständlich. Und damit ist die 7er Mannschaft jetzt so aufgestellt, dass auch der Teil an Eigenmittel, den wir immer einbringen mussten als DAV, um die Bundesmittel erhalten zu können, komplett gedeckt ist und sogar noch ein kleiner Überschuss erzielt wird. Also darüber sind wir sehr stolz. Gelungen ist das mit uns mit einer Freelancer-Marketing-Agentur, mit der wir seit einem Jahreswechsel zusammenarbeiten. Die arbeitet in der DAM, ist aber eine eigene Agentur und geht für uns auf Sponsorensuche. Wir versuchen, heiße Kontakte durchzustecken und die Jungs und Mädels, die in dieser Agentur arbeiten, verfolgen die und machen das höchst professionell. Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit. Wir versuchen auch, den Ansatz, den wir haben, ein bisschen zu verändern, weil das klassische Sponsoring mit Leistung und Gegenleistung funktioniert für uns noch nicht so richtig. Dafür sind wir einfach noch zu wenige Mitglieder. Wir versuchen eher so in die Richtung Storytelling zu gehen, also Geschichten zu erzählen und unsere Sportler und Sportlerinnen, die wirklich ein Kapital sind, die ja eigentlich das Gut des DAVs sind, dementsprechend zu positionieren, weil ich glaube, wir haben da ganz tolle Jungs und Mädels, die wirklich interessant sind, die tolle Vieten haben und die für Firmen natürlich als Aushängeschilder ganz besonders interessant sein können. Deswegen versuchen wir in die Richtung zu gehen. Bisher sind wir einigermaßen erfolgreich. Wir sind mit einigen anderen Sponsoren auch in Gesprächen, aber ich brauche es euch nicht erzählen. Natürlich ist das Wirtschaftsklima momentan nicht unbedingt einladend dafür. Das soll aber nicht heißen, dass wir es uns nicht darum bemühen. Ganz im Gegenteil, tagtäglich sind wir dran, neue Sponsoren zu finden. Und wenn ihr heiße Kontakte habt, von denen ihr glaubt, dass wir sie mal ansprechen sollten, dann könnt ihr sie gerne an uns durchgeben, an unsere E-Mail-Adresse office@rugby-verband.de und wir werden das Ganze sammeln und seid euch versichert, wir werden dem auch nachgehen. Wir haben eine Frage reinbekommen, die sich um die Sponsoren dreht. Wer ist denn der neue Hauptsponsor in Siebner? Der neue Hauptsponsor in Siebner, den wollen wir noch nicht nennen, weil wir in der momentanen Lage mit dem Sponsor vereinbart haben, dass es momentan nicht die richtige Zeit ist, um das öffentlichkeitswirksam darzustellen. Wir wollen dann eine gemeinsame professionelle Kommunikation machen und es wird in den nächsten Wochen passieren. Dann nächste Frage, Stichwort Medienpräsenz. Ist die Präsenz in diversen Zeitschriften denn ein Thema? Die Präsenz, die Medien, also ich glaube zuerst, die Zukunft ist digital. Also wir sprechen gerade hier mit euch digital. Natürlich sind die Printmedien nach wie vor wichtig. Wir haben dann tollen Kontakt bekommen von der Men's Health, wo wir sehr, sehr dankbar drüber sind. Leider, zumindest so wie es das für mich momentan darstellt, müssen wir dafür bezahlen, um dort mit einer Anzeige reinzukommen. Und ich bin mir nicht sicher, dass es momentan so ist, dass sich die Kosten und der Nutzen da schon die Waage halten würden, weswegen wir von solchen Angeboten momentan noch Abstand nehmen müssen. Aber wir versuchen natürlich auf verschiedenen digitalen Kanälen unsere Präsenz zu verstärken. Ihr habt es gesehen, gestern haben wir unseren neuen YouTube-Channel gestartet. Wir starten jetzt hier mit dem neuen Format, versuchen es aber auch mit klassischen Formaten, wie zum Beispiel einem Newsletter, den wir euch Mitte des Monats zum ersten Mal versenden werden, an alle Mitglieder und Vereine und auch auf unserer Webseite veröffentlicht werden. Aber dass wir jetzt kurzfristig in Printmedien sind, in Form von Werbeanzeigen, glaube ich eher nicht. Wir versuchen eher Geschichten zu schreiben, dass die Medien auf uns zukommen und versuchen uns zu veröffentlichen. Nächste Frage. Wie wird Rugby in Deutschland auf eine breitere Basis gestellt? Stichworte sind hier Werbung, Zukunftssparte, Zukunftsfähigkeit. Ja, also unsere Strategie, die wir erarbeitet haben, die basiert auf den zwei Säulen Aufmerksamkeit und Ausbreitung. Das heißt, wir brauchen viel, viel, viel mehr Menschen, junge Leute, Kinder, die wissen, was Rugby überhaupt ist. Wir haben momentan nur 16.000 Mitglieder. Das ist vergleichsweise wenig für einen olympischen Spitzenverband. Da wollen wir natürlich mehr haben. Wir hatten eine tolle Initiative mit den Get Into Rugby-Projekten und viele haben gesagt, ihr habt die Leute gar nicht in die Vereine gebracht. Das war in erster Linie gar nicht unser Ziel, sondern alle Kinder, die irgendwann in ihrem Schulalter mal mit Rugby in Kontakt kommen, sind vielleicht in 15, 20, 25 Jahren Vorstand irgendeines Unternehmens. Und wenn wir die ansprechen, Rugby zu sponsern, dann haben sie diese positiven Erlebnisse wieder
die sie als Kinder hatten, als zum Beispiel Peter Smutner zu ihnen in die Schule AG kam und mit ihnen Get into Rugby gemacht hat. Das ist mal der erste Schritt von dieser Ausbreitung und Verbreitung unserer Sportart in Deutschland. Wir können nicht erwarten, dass uns die Leute gleich in den Vereinen die Türen einrennen, auch wenn es natürlich wünschenswert wäre. Und wir werden versuchen, diesen Weg weiter zu beschreiten. Der ist nicht leichter geworden. Natürlich kosten auch solche Maßnahmen Geld. Aber ich glaube, wenn wir zusammen daran gehen, als Community, die alle das Ziel hat, die Werte unserer tollen Sportart auch nach außen zu tragen, dann werden wir das schaffen. Davon bin ich fest überzeugt. Präsenz im Vorspann von Sportsendungen, beziehungsweise Sportsendungen generell. Gibt es hier neue Kontakte oder sind welche in Aussicht? Naja, also erstmal muss ich natürlich sagen, dass die WM-Übertragung bei der Zone ein Riesenerfolg war. Ich glaube, ihr habt es gesehen, wir waren die sechste oder siebte bestgesehene WM-Übertragung weltweit. Also da haben wir gesehen, was für ein Hunger es für Rugby gibt, wenn es im richtigen Format und im richtigen Paket dargeboten wird. Und ProSieben Max hat sich da wirklich auch ins Zeug gelegt mit der Studiosendung. Natürlich auch mit Jan Lüdecke einen ganz, ganz tollen Kommentator gefunden. Das Format mit dem Netman hat super funktioniert im Vorfeld. Clips bei der Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken, so viel wie ich hier rede. Bei der bei den Six Nations ist schon ein bisschen abgeflacht. Da war auch vielleicht die Risikobereitschaft bei unserem Medienpartner in dem Bereich nicht mehr ganz so groß. Aber natürlich sind wir dran. Wir sind dran, mit anderen Verbänden uns auszutauschen, die jetzt gerade den Schritt ins öffentlich empfangbare TV geschafft haben. Fragen nach deren ihren Konzepten, erarbeiten uns selbst Konzepte. Aber auch hier ist wieder die Aussage richtig, dass die Selbstinitiative an erster Stelle stehen muss. Also wir müssen gucken, dass wir unser Produkt deutsches Rugby ein bisschen interessanter und besser darbieten. Ich glaube, wir hatten schon ein paar gute Übertragungen, auch in der letzten Zeit. Zuletzt zum Beispiel, auch wenn das Ergebnis nicht so toll war, war die Übertragung des Länderspiels gegen die Schweiz so die Richtung, wo wir hinwollen. Wenn wir das bei allen Bundesligaspielen irgendwann schaffen würden, dann hätten wir einen großen Schritt erreicht. Dann könnten wir mit Partnern wie Sport Deutschland TV oder ähnlichen solche Dinge noch weiter verbessern. Das ist ganz klar unser Ziel. Wir werden dort Vorschläge machen. Wir haben auch entsprechende Arbeitsgruppen geschaffen, die heterogen besetzt sind, also nicht nur mit Leuten aus dem DAV-Vorstand oder dem DAV-Präsidium, sondern eben auch mit Leuten aus den Vereinen. Ist es realistisch, dass Rugby in Deutschland konkurrenzfähig zu Handball oder Fußball wird? Also Fußball ist ein anderer Planet. Ich glaube, der Deutsche Fußballverband hat 6,9 Millionen Mitglieder. Es sind mehr Mitglieder als Neuseeland Einwohner hat. Neuseeland hat irgendwie 3,5 Millionen Einwohner. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Es ist nicht umsonst die Weltsportart und die absolute Nationalsportart in Deutschland. Handball hat 750.000 Mitglieder, wenn ich das richtig im Kopf habe, organisiert in 4.200 Vereinen und davon 22.000 Mannschaften. Wir haben 16.000 Mitglieder. Also nein, es ist noch nicht realistisch, aber es ist eine Vision. Wir wollen zumindest, dass alle, das habe ich vorhin schon gesagt, dass alle Kinder wissen, was Rugby ist. Und wenn das geschieht und wenn sie mit Rugby in Kontakt kommen, und das ist ja das Feedback, was wir bekommen haben von tollen Veranstaltungen wie groß aufgezogenen Länderspielen oder den Oktoberfest Sevens. Wenn sie damit in Kontakt kommen, dann ist es eine begeisternde Sportart. Wir sitzen ja hier nicht umsonst in unserer Freizeit und beschäftigen uns mit dieser Sportart, eben weil wir so davon begeistert sind. Und ich glaube, dass dieser Funke ganz klar auch auf andere überspringen können. Da schlage ich nochmal den Bogen zu den WM-Übertragungen. Die haben das deutlich gezeigt. Das Hashtag Run Rugby war während der WM-Übertragung das führende Hashtag auf Twitter. Also das ist schon mal eine ganz schöne Leistung. Wir werden den Fußball und Handball nicht überholen können, aber wir können von ihren Konzepten lernen und wir haben eine Sportart, die mindestens genauso begeistern kann, wenn nicht noch mehr. Gibt es die Idee, die Bundesliga zu vermarkten, zum Beispiel mit Livestreams oder Ähnlichem? Ja, ganz klar. Wir sind gerade mit verschiedenen Anbietern im Gespräch, um das Gesamtpaket Bundesliga besser darzustellen. Aber auch hier muss ich wieder sagen, ist natürlich der Schlüssel die Lizenzbedingungen. Es bringt nichts, wenn ein Verein einen super Livestream anbietet, der andere macht es mit der wackeligen Handykamera und der dritte sagt, ich habe an diesem Wochenende keinen Freiwilligen, der filmt, deswegen mache ich es gar nicht. Also wenn, muss es einheitliche Lizenzbedingungen geben, die das vorschreiben. Dann gibt es mittlerweile tolle Techniken, die auch für relativ kleines Geld eingesetzt werden können. Und da sind wir dran, da sind wir wirklich in den intensiven Gesprächen. In diese Gespräche werden wir jetzt in der nächsten Runde die Vertreter von einigen Bundesligisten mit einzubeziehen, um abzuklopfen, was da ein Modell sein kann. Also ganz klar, das Ziel ist, dass wir das schaffen. Und ich bin auch guter Dinge, dass wir das wirklich relativ zeitnah auch umsetzen können, wenn wir alle gemeinsam wollen. Stichwort Merchandise in Sportgeschäften. Hier kam die Kritik auf, dass die Lieferung meist zu lange dauert.
Und daher die Frage, ob man hier nicht mit einem gewissen Stock ständig in Sportgeschäften vertreten sein sollte oder kann. Also erstmal muss ich sagen, wir haben ein wahnsinnig tolles Trikot im Moment. Ja, das Trikot wurde zu einem der schönsten 10 Trikots des letzten Jahrzehnts gewählt. Das ist schon mal eine tolle Leistung und da waren wir in Konkurrenz mit großen Rugby-Nationen wie Schottland und Neuseeland und schlag mich tot. Also toll, wir haben mit Macron einen tollen Partner gefunden als Ausstatter, die wirklich geschmackvolle Sachen machen und natürlich wollen wir es an noch viel mehr Leute verkaufen. Aber die Problematik mit dem Stock im Geschäft ist, im Moment sind die Geschäfte nicht bereit, verständlicherweise ins Risiko zu gehen und mal 200 Rugby-Trikots abzunehmen, ohne zu wissen, ob sie jemand kauft. Und wir sind aktuell noch nicht in der Lage, das zu tun, also ihnen mal 200 Dinger hinzulegen und sagen, verkauft, und wenn er sie nicht verkauft, dann schickt er sie uns irgendwann mal wieder ungebügelt zurück. So weit sind wir noch nicht. Deswegen ist im Moment der Online-Verkauf unsere einzige Möglichkeit. Aber da ist die Kritik berechtigt, da sind wir noch nicht gut genug, da wollen wir besser werden. Da haben wir mit KiwiSport einen tollen Partner. Ich denke, wir werden über die Partnerschaft nochmal weitersprechen und schauen, dass wir unsere Shop-Systeme verbessern. Themenblock Finanzen, zu dem kommen wir jetzt. Oh ja. Nachdem der Rugbyverband der USA Insolvenz angemeldet hat, steht das auch dem DRV bevor? Also, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage nein, aber es liegt nicht an der Corona-Pandemie. Wir haben gesehen zum Jahreswechsel und wir haben es in vielen Veröffentlichungen immer wieder mitgeteilt, wurden auch häufig dafür kritisiert, dass wir so offen drüber sprechen, aber wir müssen euch ja sagen, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und natürlich haben wir ein großes Problem mit unseren Finanzen, das ist überhaupt keine Frage. Wir haben zum Jahreswechsel gerade so geschafft, die Insolvenz zu verhindern und nur, weil einige private ehemalige Rugby-Spieler sich bereit erklärt haben, mit Privatdarlehen den Verband an die Ziellinie fürs Jahr 2020 zu schieben. Und wir haben ein Problem, dass unsere Administration momentan mehr kostet, als wir durch Mitgliedseinnahmen einnehmen. Und ich weiß, dass diese Excel-Sheets an verschiedenen Stellen auseinandergenommen wurden, aber auch diese Auseinandernehmen war weitestgehend unvollständig. Also vertraut uns, wenn wir sagen, dass die Gelder, die wir einnehmen, nicht ausreichen, diese Administration zu bezahlen. Wir werden es aber nochmal an verschiedenen Stellen, das ist eher die Aufgabe von meinem Kollegen Jens Poff, auch möglichst Transparenz darlegen, warum das so ist. Deswegen brauchen wir die Solidargemeinschaft der Rugbyvereine, um zumindest diese Kosten decken zu können. Weil, stellt euch mal vor, wir sprechen den Sponsor an und wir sprechen momentan aufgrund der 16.000 Mitglieder und auch der übersichtlichen Erfolge natürlich nicht davon, dass wir morgen zu BMW gehen und sagen, gib uns mal 1 Million Euro. Wir sind froh, wenn wir über 50.000 oder 100.000 Euro Beträge sprechen können. Wenn wir denen aber erzählen, ihr gebt uns 100.000 Euro, die ersten 70.000 davon investieren wir aber erstmal, um unsere Administrationskosten zu decken und es ist immer noch nicht sichergestellt, dass dann davon irgendeine Nationalmannschaft irgendwo international spielt, dann ist es für potenzielle Partner natürlich reichlich unattraktiv. Und da müssen wir ran, da brauchen wir die Solidarität der Vereine und deswegen haben wir über die Erhöhung der Beiträge gesprochen und natürlich wollen wir auch unseren Rugby-Freunden, die uns mit den Darlehen über die Runden geholfen haben, irgendwann diese Darlehen zurückzahlen. Das gebietet der Anstand. Wir haben uns das Geld geliehen, wir haben uns das Geld nicht schenken lassen und diese Personen haben uns dieses Geld auch nicht geschenkt. Warum sollten sie auch? Es ist schon großzügig genug, dass sie es uns zur Verfügung gestellt haben. Und da sind wir jetzt eben in der Pflicht zu sagen, hey, gemeinsam schaffen wir uns, gemeinsam stellen wir diese Aufgabe. Und eins kann ich versprechen mit meinem Kollegen Jens Poff, der ist Steuerberater, hat eine Steuerberatungskanzlei. Wir schmeißen kein Geld zum Fenster raus. Wir geben kein Geld aus, was wir nicht haben. Dafür sind wir kritisiert worden. Aber nur deswegen haben wir beispielsweise die schweren Entscheidungen treffen müssen, für den Moment mal die Nationalmannschaften der Frauen oder der Jugend pausieren zu müssen, weil wir das Geld nicht haben. Und dieses Geld wollen wir auftreiben. Da brauchen wir zum einen die Chance, unsere Administrationskosten decken zu können und zum anderen dann den positiven Ausblick in die Zukunft, Sponsoren und mögliche Partner ansprechen zu können und sie für unsere Sportart begeistern zu können. Werden in der jetzigen Krise sichtbare und wirksame Schritte auf der Kostenseite aktiv und wie initiiert? Ja, schmerzhafte auch. Wir haben einen Mitarbeiter, also zum einen sind der Großteil unserer Mitarbeiter sind aus Bundesmitteln voll finanziert. Und der Bund hat uns ganz klar die Direktive gegeben, dass diese Stellen nicht in Kurzarbeit gesetzt werden. Wir betonen das immer wieder, diese Mittel, die dort fließen, fürs olympische Siebener-Rugby in erster Linie oder in einziger Linie, wenn wir ganz ehrlich sind, die sind alle zweckgebunden. Das heißt, wir dürfen sie auch nur für vorbestimmte Zwecke ausgeben. Wenn ich sage, ich stelle einen Leistungssportreferent ein, so wie er jetzt hier neben mir sitzt, dann darf ich nicht sagen, ich zahle dem statt den vereinbarten x-tausend Euro nur die Hälfte und nehme das andere Geld, um irgendwo ein Loch im DRV zu stopfen. Sondern diese Ausgaben werden kontrolliert. Da ist das BMI, also das Bundesministerium des Inneren mit dabei, da ist das BVA mit dabei und da ist der DOSB mit dabei. Das sind sehr, sehr verlässliche und super Partner. Wir sind froh, dass wir sie haben. Und diese Partner haben gesagt, bei den bundesfinanzierten Stellen bitte keine Kürzungen.
Natürlich ist es aber durch den Ausfall von Wettbewerben und durch den Ausfall von Eintrittsgeldern etc. so, dass auch wir unsere finanzielle Situation sich noch ein bisschen verschlimmert. Deswegen haben wir den ersten Mitarbeiter, der eben nicht aus Bundesmitteln finanziert ist, jetzt in Kurzarbeit gesetzt und werden sehen, ob wir da noch weitere Schritte gehen müssen und drehen jeden Taler noch einmal mehr um, bevor wir ihn ausgeben. Aber viel weniger ausgeben, als wir das in dem durchs Präsidium verabschiedeten Haushalt getan haben, können wir gar nicht, weil sonst müssen wir uns abmelden. Wir kommen zu einer Frage zu den Länderspielen. Wird es wieder ein Länderspiel in größeren Stadien wie zum Beispiel Offenbach geben? Also es ist auch ganz klar die Vision. Und das ist natürlich ein Kritikpunkt, den wir annehmen, den wir auch verstehen. Warum geht er immer nach Heidelberg? Die Antwort ist ganz einfach. Momentan lebt der Großteil der Spieler in Heidelberg oder Frankfurt. Und wir müssen keine Übernachtungskosten zahlen. Wir sparen an den Verpflegungskosten, wir sparen an den Reisekosten. Das klingt unglaublich unsexy, das weiß ich auch. Aber das ist die Realität, mit der wir arbeiten. Wir versuchen eben die Länderspiele so kostengünstig wie möglich zu organisieren. Und dazu muss ich sagen, größten Respekt vor den Trainern, die nicht nur unter diesen schwierigen Bedingungen arbeiten, sondern auch noch ohne Honorar arbeiten für den DRV. Also die tun das zu 100% im Ehrenamt, weil wir eben momentan keine Sponsoren und Partner für die 15er Nationalmannschaft haben. Und das ist der Grund, warum wir nach Heidelberg gehen, auch weil wir mit der Stadt Heidelberg einen Partner haben, der uns großzügigst unterstützt, indem sie uns die Stadien zur Verfügung stellen, indem sie uns die Infrastruktur kostenlos zur Verfügung stellen. Und wir haben hier den Olympiastützpunkt in Heidelberg, der dann eben für diese Maßnahmen dann auch als Heimat der 15er Nationalmannschaft dient. Wir haben hier zwei Büros, die wir nutzen können. Wir haben einen tollen Kraftraum, wir haben einen Aufenthaltsraum und können da unseren Sportlern möglichst professionelle Bedingungen bieten. Und das ist der Grund, warum wir momentan nicht in den großen Stadien sind. Wenn wir aber, und das ist ein organischer Prozess, wenn unsere Nationalmannschaften in ihren Leistungen auch wieder besser werden, wenn wir die U18 und U20-Programme hochgefahren haben, wenn sich dann irgendwann auch wieder die Erfolge einstellen und wir wieder auf etwas höherem Niveau spielen, dann ist natürlich ein logischer Schritt, auch wieder in große Stadien zu gehen. Da brauchst du aber die Sponsoren und die Anzahl an Zuschauern, dass du das eben auch bezahlen kannst. Was wir nicht machen werden, ist finanzielles Harakiri. Das haben wir in der Vergangenheit zu viel gemacht. Und deswegen sitzen wir heute auch hier und haben an der einen oder anderen Stelle eine relativ große Schlamassel. Wir stehen jetzt mit der neuen Führung eben dafür für finanzielle Vernunft. Und wir werden nur die Dinge ausgeben und nur die Dinge anleiern, die wir dann auch vertreten können. Wir kommen zum Themenblock Sonstiges. Wann wird ein neuer Chefausbilder ernannt, nachdem Peter Smutner weg ist? Also, wir wollen eine riesige Traineroffensive starten. Und Peter wäre da der perfekte Mann gewesen, um das mit zu begleiten. Aber leider war es eben so, dass wir zum Jahreswechsel in der Situation waren, dass wir aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten seinen Vertrag nicht verlängern konnten, genauso wie den Vertrag von Christian Döring. Dazu sei ganz explizit gesagt, wir haben Peter Smutner und Christian nicht rausgeworfen oder gekündigt. Wir hätten liebend gerne mit ihnen verlängert. Wir haben ja sogar noch Initiativen gemeinsam gestartet, um diese Gelder einzutreiben. Aber die Verträge liefen auf und wir konnten sie nicht verlängern. Wir hätten uns da sogar strafbar gemacht, wenn wir als Vorstände Verträge verlängern, von denen wir wissen, dass wir sie am Ende nicht bezahlen können. Und deswegen mussten wir diesen schwierigen Schritt gehen. Wir stellen momentan das ganze Ausbildungskonzept auf den Prüfstand, versuchen uns da neu aufzustellen, haben eine Arbeitsgruppe gegründet, die tolle, spannende Konzepte ausarbeitet, wie wir die Ausbildung nicht nur in der Breite verbessern können, sondern auch in der Spitze. Unsere leistungssportorientierten Trainer, ich nenne da Damien McGrath, Chris Hitt, Clemens von Krumko, Alexander Wiedeker, Tonio Krüger, Colin Janner und wie sie alle heißen, haben alle Bereitschaft erklärt, in Zukunft auch als Dozenten noch mehr zur Verfügung zu stehen und sich mit einzubringen in die Ausbildung. Das ist ein toller Schritt und das ist auch, was wir so als Feedback bekommen haben, dass das Ganze so ein bisschen entkoppelt war. Also wir versuchen da wirklich neue Wege zu gehen. Wir versuchen mit digitalen Inhalten Möglichkeiten zu bieten, dass ihr euch beteiligen könnt an der Ausbildung und dass ihr auch den Content, also die Inhalte geliefert bekommt, die ihr in der täglichen Arbeit braucht. Deswegen auch gestern der YouTube-Channel, den wir gestartet haben. Da werden wir, sobald wir wieder auf den Rasen können, anfangen, erste Videos für euch zu machen. Die Drehbücher werden gerade schon geschrieben. Da wird wirklich eifrig gearbeitet im Hintergrund. Und wir wollen euch da alle mitnehmen und wir glauben, dass wir trotz dieser schmerzhaften Schritte in der Lage sein werden, kurzfristig das Ausbildungsniveau zu halten, wenn nicht auch zu verbessern. Aber ihr müsst noch ein bisschen Geduld haben und vielleicht sind wir dann auch irgendwann wieder in der Lage, Chefausbilder einstellen zu können. Aber auch das ist wieder an die zwei Punkte Ausbreitung und Aufmerksamkeit gekoppelt. Wenn wir mehr Mitglieder haben und dadurch auch mehr Mitgliedseinnahmen, dann können wir natürlich solche Sachen auch vielleicht mal aus eigener Kraft finanzieren und sind nicht immer auf Partner angewiesen. Und meine Erfahrung in den Programmen, in denen ich gearbeitet habe, war immer,
man bekommt selten Geld nur für eine Vision. Meistens, so ist meine Erfahrung, haben wir die Gelder dafür bekommen, wenn wir schon mal was vorgezeigt haben. Wenn wir gesagt haben, hey, hier ist eine Gruppe von jungen Männern oder jungen Mädels, die steht jeden Morgen um 6 auf und trainiert ganz eifrig und die machen das jetzt schon seit einem Jahr und die ersten Erfolge haben sich schon eingestellt, steigt da mal mit ein. Und nicht, wenn man zu jemand hingeht und sagt, wir wollen eine Gruppe mit Jungs und Mädels starten, die jeden Morgen aufstehen wollen und das tun. Also man muss erst ein bisschen was leisten und da sind wir alle gefragt. Und ich glaube, wir haben hier so eine tolle Gemeinschaft und so großartige Köpfe, tolle Trainerausbilder, die viele das im Ehrenamt machen oder auf Honorarbasis, tolle Trainer in Deutschland. Und gemeinsam wird es uns gelingen, diesen Ausfall, der sehr schmerzhaft ist, zu kompensieren und da die Weichen in eine neue Richtung zu stellen. Wie kommt man wieder in die Schulen, um den Sport so früh wie möglich bekannt und attraktiv zu machen? Ja, unser Kern unseres Konzeptes sind ja die starken Regionen, aus denen wir wachsen wollen. Wir haben da mal 8 Regionen identifiziert. Und in diesen Regionen wollen wir eigentlich die regionalen Development-Koordinatoren als Unterstützer der Vereine aufbauen, die dann zu den Vereinen gehen und sie einfach auch mit dem nötigen Know-how unterstützen, weil natürlich werden die meisten Vereine im Ehrenamt geführt und da hast du eben nicht den ganzen Tag Zeit, dich darum zu kümmern, wo gibt es den nächsten Antrag, bei welcher Kommune oder wo. Die Sachen sind ja bei uns auch durch das föderale System so divergent, dass du überhaupt keinen gemeinsamen Nenner finden kannst. Gelder zu beantragen in Hessen läuft ganz anders als Gelder zu beantragen in Niedersachsen. Das heißt, wir brauchen übergeordnete Hilfskräfte aus dem DAV, die Vereine bei dieser Arbeit unterstützen. Da haben wir erstmal einen herben Dämpfer bekommen. Wir hatten mit Christian Döring letztes Jahr einen, der hat das ein Jahr lang wahnsinnig toll gemacht für Niedersachsen. Das war so das Pilotprojekt und dann sind uns die Gelder weggebrochen. Wir müssen natürlich jetzt nach neuen Wegen finden. Das Konzept halte ich immer noch für hervorragend und ich glaube, wenn wir dieses Konzept verfolgen können, wir verlieren es auf jeden Fall nicht aus den Augen. Das ist das Ziel, was wir erreichen wollen. Aber auch jetzt wollen wir dann schon relativ schnell in die Lage kommen, die Vereine mit dem entsprechenden Know-how zu unterstützen, weil die Wachstumszellen des deutschen Rugbys sind ganz klar, seit ihr sind die Vereine, die mit dem nötigen Know-how zu unterstützen, wie baue ich Schul-AGs auf etc. Es gibt tolle Initiativen, beispielsweise über die olympische Förderung haben wir in Baden-Württemberg die Chance, einen Lehrertrainer einzustellen mit Matthias Bechtel, der ist dann beim RBW eingestellt, aber es ist auch gekoppelt an die öffentlichen Fördermittel, die eben nur fließen, weil Siebener Rugby eine olympische Sportart ist. Und da möchte ich vielleicht noch einen Ton dazu sagen. Wir haben im Moment dadurch, dass Siebener Rugby eine olympische Sportart ist, eine riesige Chance. Es ist ein bisschen schade, dass das immer als Bedrohung gesehen wird. Wir haben die Chance, dass wir an Fördertöpfe kommen, die für olympische Sportarten vorgehalten sind. Auf kommunaler Ebene, auf regionaler Ebene und natürlich auf Bundesebene. Und es wird niemand nachschauen, ob ein Landestrainer aus Baden-Württemberg oder Brandenburg in der Jugend nicht auch 15er Rugby mitbetreut, zumal wir ganz klar gesagt haben, unseren fördernden Institutionen, dass wir bis U20 dort keinen großen Unterschied sehen und dass das Teil unseres Ausbildungskonzeptes ist. Also da haben wir, glaube ich, eine große Chance und da gibt es auch noch einige Mittel, die man abrufen kann. Da muss ich jetzt aber ein bisschen auf die Bremse treten, weil ich natürlich nicht weiß, wie sich die Corona-Krise auf die öffentlichen Fördertöpfe auswirken wird. Mein, sagen wir mal, ein bisschen schlechtes Gefühl ist, dass man zuerst bei Sport und Kultur sparen wird, aber da müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten. Ich kann nur sagen, Status quo in den vergangenen Jahren war, dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt, die man ausschöpfen kann, an denen wir noch nicht richtig dran waren und die wollen wir in Zukunft deutlich besser abschöpfen. So, dann haben wir noch eine Frage reinbekommen, die ganz gut zu dem Thema passt. Vielleicht weißt du da ja was. Wie sieht es mit der Ausbreitung von Jugend trainiert für Olympia aus? Gibt es Landesverbände, die hier nächste Schritte gehen wollen? Also das ist ein bisschen ein trauriges Thema, weil wir einen tollen Mann hatten, der war zunächst beim LSV Baden-Württemberg und dann gewechselt ist zur Jugend, trainiert für Olympia, war der ehemalige Geschäftsführer des LSV Baden-Württemberg und da waren wir in tollen Verhandlungen und der ist leider plötzlich und überraschend verstorben. Und da hat es wirklich ein bisschen einen Knick erlebt, aber wir werden das Thema Jugend trainiert für Olympia wieder aufnehmen. Ist gar nicht so einfach, das umzusetzen. Die DAJ war in den letzten Jahren da immer wieder dran mit Romana Thielicke, die sich da wirklich emsig eingesetzt hat für. Und jetzt müssen wir eben schauen. Das ist ein Thema, was ich mit Sicherheit zu meinem Kollegen Michael Poppmeier durchstecken werde und gehe davon aus, dass er das dann auch mit Nachdruck bearbeitet. Wie steht ihr zu Rugby League in Deutschland? Also, Rugby League ist eine tolle Sportart. Ich selber schaue das mit großer Freude. Und ich glaube, wir sollten schauen, dass wir zusammenarbeiten, wie mit allen Rugby-Varianten. Das gilt genauso für Rollstuhl-Rugby, Touch-Rugby. Ich glaube, wir sind so ein kleiner Markt für das Spiel mit dem ovalen Ball,
Ich weiß, dass man beim Rollstuhl-Rugby nicht mit dem ovalen Ball spielt, aber für Kollisionssportarten oder eben rugby-nahe Sportarten, dass wir uns nicht kannibalisieren sollten, sondern dass wir gemeinsam arbeiten sollten. Ich finde Rugby liegt toll und ich glaube, beide Sportarten können voneinander profitieren. Schön. Ich denke, damit schließen wir. Wir sind durch. Alle Fragen, die wir nicht beantworten konnten oder übersehen haben sollten, falls ja, tut uns das leid, falls das der Fall sein sollte, die schauen wir uns im Nachgang nochmal an und werden da so gut wie möglich drauf eingehen. Manu, willst du die Verabschiedung machen? Ich sage noch ein, zwei warme Worte. Also ich fand es toll. Ich weiß nicht, wie viele Leute dabei waren. Wir werden uns das danach anschauen, ob sich das lohnt, dass wir uns hinsetzen. Aber wir laden euch alle ein, euch auch bei den nächsten Folgen zu beteiligen. Ich glaube, das nächste Mal soll Harry Hees, unser Präsident, sprechen. Dann bin ich hier nicht auf der Bühne. Und meine Message ist wirklich, wir haben so eine tolle Sportart und wir haben so tolle Leute in dieser Sportart, die mit so viel Herzblut und mit so viel Leidenschaft dabei sind. Und ich weiß, dass wenn man seine Freizeit opfert, dass man dann häufig hochemotional ist und dass man da auch mal streiten kann. Und ihr wisst alle, wir sind alle streitbar in der Sache. Aber wichtig ist wirklich, dass wir uns vereinen, einen gemeinsamen Nenner finden. Und wenn unser gemeinsames Ziel ist, Rugby in Deutschland gemeinsam nach vorne zu bringen, dann weiß ich nicht, wer uns stoppen soll. Also das möchte ich euch mitgeben. Frohe Ostern und bleibt bitte gesund.